ich nehme deinen Aluhut ab und lies dir das durch. Und da stellt sich dann jemand hin und sagt, ihm fehlen die Daten. Dann denkst du auch so, Alter, kannst du nicht lesen? Und dann wird erstmal wieder der Klimawandel angezweifelt oder sich dumm stellen. Das ist ein richtig schlechtes Zeichen und Deutschland ist nicht auf dem Weg dahin. Wunderschönen guten Morgen, hallo, herzlich willkommen, hier ist Julian zum zu den Worten des Freitags, so rum. Gibt eigentlich heute gar kein spezielles Thema und ich weiß auch gar nicht, ob Steve das überhaupt schafft, das heute noch am Freitag zu veröffentlichen oder ob das vielleicht irgendwie vielleicht doch erst am Samstag rauskommt. Aber es sind so verschiedene Dinge, die in den letzten Tagen passiert sind, die mir durch den Kopf gegangen sind, und in dieser Serie möchte ich ja immer so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen und freue mich auch immer darüber, über alle Kommentare und dass ihr so daran teilnehmt. Anfang der Woche, ich glaube, es war am Dienstag, eine Meldung in der Zeitung, die total untergegangen ist in dieser Woche. Ich habe zumindest in keinem anderen, nicht in den Nachrichten, im Fernsehen oder sonst irgendwo mehr darüber gelesen, nämlich, dass die CO2-Emissionen in Deutschland dramatisch angestiegen sind. Und zwar haben wir ja vor einigen Monaten sozusagen großartig gefeiert, in Anführungszeichen natürlich, dass wir das Ziel -40% CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 in Deutschland eingehalten haben im Jahr 2020. Aber dieser Effekt ist verpufft. Wir sind jetzt schon sozusagen wieder auf einem Niveau der CO2-Emissionen, wenn man das umrechnet, als hätten wir nur 37% Reduktion geschafft und eben nicht 40%. Die CO2-Emissionen sind dramatisch angestiegen. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Es zeigt nämlich auch das, was viele ja schon vorher immer gesagt und vermutet haben. Alles das, was an Klimaschutz in den letzten 15 Monaten so messbar irgendwie war, bilanziert wurde, basierte eben auf der Corona-Pandemie und den damit verbundenen einschneidenden Auswirkungen, zum Beispiel im Flugverkehr, in der Mobilität, in der Industrie und so weiter. Das ist ein richtig schlechtes Zeichen, denn es wirft uns ja letztlich wieder zurück es bestätigt eigentlich, so muss man es ja eher sagen, es bestätigt eigentlich, dass wir lange noch nicht da sind, wo wir eigentlich hin müssen, dass wir auch nicht auf dem Pfad sind, auf den wir müssen. Da gibt es ja so verschiedene neue Ziele, ne? Fit for 55 und all diese ganzen Dinge, Klimaschutzprogramm der Regierung und. Und Deutschland ist nicht auf dem Weg dahin. Deutschland ist nicht auf Spur, könnte man sagen. Keine Spur sozusagen von Klimaschutz. Wir reden ja auch im Wahlkampf und irgendwie alle Parteien gefühlt. Ihr habt vielleicht unser Video gesehen. Wenn nicht, dann verlinken wir das gerne für euch nochmal. So den ersten Wahlprogramm-Check zum Thema erneuerbare Energien und E-Mobilität, Klimaschutz. Steve und ich haben uns da mal zusammengetan, haben die Programme mal durchgeguckt. Und da sprechen alle davon, ja, ihr wisst schon, eine Partei nicht, aber alle anderen Parteien sprechen da vollmundig von Klimaschutz und erneuerbaren Energien müssen stärker ausgebaut werden und es muss alles viel, viel schneller gehen und so weiter und so fort. Und so wie mein Blinker hier gerade klick, klack, klick, klack macht, so läuft halt die Zeit. Und wir reden und reden und reden und gefühlt passiert viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Ich sehe das selber. Ihr wisst, dass ich ja so auch mal so ein bisschen auch im Bereich so einen PV-Anlagenbau tätig bin. Und wenn ich mir halt anschaue, was da für bürokratische Hürden aufgebaut sind und welchen Wust an Bürokratie man als Solaranlagenrichter machen muss, um so eine Anlage anzumelden und ans Netz zu bringen, da wirst du wahnsinnig. Ja? Also alleine schon auch die Wartezeiten, bis die dann irgendwann mal reagieren oder sich dumm stellen, von wegen, wir wissen gar nicht, über welche Anlage sie da sprechen. Und du sagst, ich habe euch aber hier die Meldungsnummer reingeschrieben. Ach ja, na sei es drum. Also da fragt man sich wirklich, das ist nicht der Ruck, den dieses Land braucht. Und das vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, die CO2-Emissionen eben nicht runtergehen, sondern wir vielleicht sogar Gefahr laufen, dass sie steigen.
In dem Zusammenhang ist gestern in, ich sag ja, das ist so ein Wort zum Freitag, was so verschiedene Themen so ein bisschen miteinander verwurschtelt. Gestern ist im Berliner Abgeordnetenhaus, ich denke, dass Steve und ich dazu auch nochmal speziell ein Video machen oder eine Live-Sendung, müssen wir mal gucken, ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet worden. Ich habe bisher noch nicht die Zeit gehabt, es ist 6.57 Uhr, mir das mal in Ruhe durchzulesen. Aber was ich heute früh im Radio gehört habe, sind da schon ein paar ganz interessante Dinge drin. Solarpflicht für öffentliche Gebäude, ich glaube bis 2024, weiß ich nicht genau. Umstellung der Flotte auf E-Fahrzeuge, ja, und bestimmt noch ganz viele andere Dinge mehr. Und ja, was dann kommt, dann so ein Typ von der AfD, das haben sie vorhin im Inforadio gebracht, ein Ausschnitt aus seiner Rede im Abgeordnetenhaus in Berlin, und dann wird erstmal wieder der Klimawandel angezweifelt und der menschliche Einfluss sowieso, und das ist eh alles Quatsch. Und dann erzählt er da von wegen, ja, es gibt keine wissenschaftlichen Daten dazu. Dann denkst du auch so, Alter, kannst du nicht lesen? IPCC hat ja nun wirklich vor kurzem 14.000 Studien ausgewertet und einen Klimasachstandsbericht dazu geschrieben, und da stellt sich dann jemand hin und sagt, ihm fehlen die Daten. Lies es dir doch einfach mal durch, was da steht, ja? Lies es dir doch einfach mal durch. Nimm deinen Aluhut ab und lies dir das durch. Und er hat dann auch in seiner Rede, das war so ein Ausschnitt, gesagt, es würde sowieso alles nichts bringen, was wir hier machen, weil in anderen Ländern ja viel, viel mehr gemacht wird. Und das ist ja auch etwas, was mich wahnsinnig aufregt, das schon eine ganze Weile, nämlich, dass immer wieder an bestimmten Stellen nicht nur Politiker der AfD, ich sage das jetzt mal so krass, mir ist es egal, welche politische Einstellung ihr habt, also, naja, aber wenn sich dann Politiker hinstellen, die eben keine Wissenschaftler sind, und sagen, ja, der Einfluss, den Deutschland, die deutschen CO2-Emissionen aufs Klima haben, die sind so gering, es lohnt sich sowieso alles nicht. Ne? Ihr kennt diese 2%-Debatte. Und da fährst du dir auch an den Kopf und sagst, also es muss für manche Leute echt schwer sein, wissenschaftliche Fakten anzuerkennen. Und ich will nur mal ein Beispiel nennen und zum Beispiel anzuerkennen, wir haben ja schon diesen Klimawandel, wir sind ja schon mittendrin, der sich ja als Krise auswirkt. Wir sind mittendrin, wir haben eine Erhöhung weltweit, global um 1,1 Grad. Ich habe ja mal die Zusammenfassung von diesem Sachstandsbericht in ganz kurzer Form mal euch auch präsentiert. Können wir euch auch gerne verlinken. Ich hoffe, dass das immer richtig ist, ich weiß immer gar nicht, ich mach mal so. Und da ist ja klar, wir sind ja mittendrin, und wer ist dafür verantwortlich? Auch Deutschland, auch die EU, auch Deutschland ist für das, was passiert ist, verantwortlich. Und selbst wenn wir heute aufhören würden, weltweit CO2 und andere Treibhausgase zu emittieren, dann würde der Status quo erstmal sogar noch schlimmer werden, bevor er in vielen, vielen Jahrzehnten dann vielleicht wieder etwas besser wird. Das heißt, wir haben da eine gewisse historische Schuld, sage ich mal. Ich will keine Schulddebatte führen, aber daraus erwächst eine Verantwortung, die wir haben. Und wenn wir als deutsches, als durchaus hochentwickeltes Industrieland mit großen Schwächen, ich weiß, Digitalisierung, Breitbandausbau und so weiter, könnte man ewig drüber diskutieren, aber wenn wir das nicht schaffen, wie sollen es denn, und wenn wir nicht das Vorbild sind, welches Entwicklungsland wird denn dann sagen, okay, die haben es mit Kohle, die haben es mit den erneuerbaren Energien nicht geschafft, na, dann machen wir das auch nicht, ja, dann nehmen wir halt auch, gehen wir den leichten Weg und bauen halt weiter Kohlekraftwerke. Also da muss man schon Vorbild sein, und dann spielt es keine Rolle, und mit diesen nur 2% sind wir immerhin auf Platz 6 oder Platz 7. Und das zeigt eigentlich schon sehr deutlich, dass wir da eine sehr, sehr hohe Verantwortung haben und der auch gerecht werden müssen. Und es ist ja auch gar nicht so wahnsinnig schwer. Ja. Letzter Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen die Idee für das Thema dieser Worte zum Freitag. Es geht ja doch wieder um Wissenschaft. Ich habe gestern einen sehr, sehr interessanten Podcast gehört. Da ging es um die Auswirkungen der Temperaturerwärmung auf diesem Planeten. Und es gibt ja auch nicht wenige Leute, die sagen, naja, so die Temperaturerwärmung ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das macht ja auch dann bestimmte Bereiche auf diesem Planeten dann erst wieder richtig bewohnbar.
da kommt man leichter an die Rohstoffe ran und Warmzeiten sind sowieso gut und es ist sowieso alles prima und man muss sich da eigentlich nur anpassen. Übrigens, sorry, es ist nicht nur aus Richtung der Klimaleugner, sondern auch aus anderen politischen Parteien kommen so diese Argumente. In diesem Podcast ging es darum, wie sich unter anderem die Klimaerwärmung, die Temperaturerwärmung auf unsere Meere auswirkt und was das wiederum für Auswirkungen hat auf unsere Nahrungsmittelversorgung und auch auf die Ausbreitung von Krankheiten, auf die Ausbreitung von bestimmten Mückenarten, die dann auch Krankheiten transportieren können von einem Infizierten zum nächsten. Und dass sich hier auch Mückenarten und Virusarten etablieren langsam, Dengue-Fieber zum Beispiel, die willst du nicht haben. Du willst schon Corona nicht haben und das willst du erst recht nicht haben. Und Dengue-Fieber ist nur ein Beispiel dafür. Und von daher muss man dann auch mal feststellen und sagen, Leute, es ist Zeit, der Wissenschaft den Respekt zu zollen, den sie verdient durch ihre Leistung, das alles für uns zu erforschen und das alles irgendwie zu präsentieren. Und ich habe es in diesen Worten zum Freitag schon oft gesagt, es ist jetzt nicht Zeit zum Reden, sondern es ist Zeit zum Handeln. Es sind selbst bis zur Bundestagswahl noch mehrere Wochen, da kann man was reißen, da kann man was machen. Da muss man nicht sich zurückziehen und sagen, das soll mal die nächste Bundesregierung oder der nächste Berliner Senat machen, sondern da muss man schlicht und ergreifend in die Puschen kommen und sollte der Wissenschaft auch den Respekt zollen und den Glauben schenken, den sie entsprechend verdient hat. Und wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen und wir können auch alle ganz viel tun. Das habe ich alles schon x-mal erzählt und gesagt. Das soll es in dem Sinne eigentlich auch schon gewesen sein, so ein bisschen so ein kleines Durcheinander an Gedanken. Und ich komme mal zurück auf den Anfang dieser Worte zum Freitag, nämlich auf diese Zeitungsmeldung, dass die CO2-Emissionen in Deutschland wieder gestiegen sind. Und das wird ja nicht nur in Deutschland so sein, das wird wahrscheinlich sogar weltweit so sein. Und das sollte uns sehr, sehr zu denken geben. Es gibt mir zumindest zu denken und es motiviert mich auch weiterzumachen. Ich danke euch an der Stelle für eure 12 Minuten, die ihr mir geschenkt habt, zuzuhören. Wie immer bin ich sehr interessiert an euren Kommentaren dazu. Schreibt es bitte wirklich mal. Das ist immer so eine Floskel, ne? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Aber ich finde es wirklich interessant, es zu lesen. Ich kann nicht auf alles antworten, Steve auch nicht, das schaffen wir nicht. Aber dieser Austausch mit euch, der ist uns sehr, sehr wichtig. Also von daher, schreibt es unten in die Kommentare. Macht es vielleicht jetzt gleich, dann habt ihr es erledigt. Und wenn es nur ein Satz ist, und gebt uns vielleicht auch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt zwei schöne freie Tage vor euch, könnt die Zeit auch genießen. Und dann gehen wir in der nächsten Woche wieder voll ran. Am Sonntag sehen wir uns in der Live-Sendung. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und ansonsten, das ist auch so eine Floske. Ne? So, und ansonsten, ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss. Ciao.